So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück. Ich habe mal jetzt noch ein bisschen mit der Baggersteuerung gemacht. Ich habe jetzt hier einen Joystick angeschlossen. Aber wir machen erstmal Clean-Out, ne? Würde ich sagen. Also, haben wir schon. Haben wir schon einen Löffel. Ist mir leider entfallen. Entschuldigung. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Und ich bin mal gespannt, was der Cleanout so ergibt. Ob es sich lohnt, da hinten zu baggern. Obwohl, ich meine, da ist nichts. In der Ecke war nicht mehr so viel Gold. Hier so mittendrin aber mehr. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Ne? So, bringen wir den Eimer mal runter. So, wir müssen den Pick abhaben. Jetzt muss ich überlegen, soll ich den voll machen oder soll ich den voll machen? Ich müsste natürlich verkehrte Seite. Warum machen wir denn kein Taschenlämpchen an? Das passiert komischerweise immer, wenn man auf dieser Seite steht. Ich werde den mal hier voll machen. Und den Rest kippt man dann in den Bagger. Ne? So, jetzt müssen wir runter. Einmal nach unten her. Den Eimer haben wir hingestellt. Die Kiste liegt da. On top. Anklebbecken. Na, dann brauchen wir auch nicht so weit zu laufen. Geht nämlich dann so. Kipp um, du Scheißding. Mann, ist doch echt wahr. So. Einmal mit. Nicht einmal mit, einmal mit. Okay, dann machen wir das Ding voll. Und dann waschen wir die Matten aus. Dann holen wir uns die anderen Matten. Matten, 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 Matten. Ja, ich mache extra separat, weil... Jetzt hast du hier 12 Matten drin liegen und wenn du Pech hast, packst du die falschen wieder hier rein. So, jetzt müssen wir einmal Wasser einschalten. Oh ja, mit dem Wasser. Wir müssen gucken, dass wir Geld für den Turm zusammenkriegen, ne? Immer voll. Ja, dann können wir den Schlauch wieder ab. Den Rest kippen wir dann in den Herrn Bagger. 40%, ja, sollte so knapp reichen. Also Wasser ist an. Einmal auswaschen. Wasser wieder ausmachen. Das ist ärgerlich, ne? Dass man dafür hin und her rennen muss. Dass er das nicht von hier unten. Einfach mit dem Wasserhahn hier. Komm hier zu und Schluss. Das verbraucht ja natürlich sehr viel Wasser da oben. Könnte man ja auch abziehen, den Schlauch. Warum mache ich das eigentlich nicht? Warte mal. Wenn ich einfach diesen Schlauch hier abziehe, dann haben wir doch eigentlich Ruhe. Dann kann er doch laufen bleiben, oder? Ach, die sind noch mit dran. Hm, okay. Ich verstehe. Obwohl, die stören mich jetzt nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen.
hier auch. So, Ruhe. Ruhe im Karton. Na komm, da. Ja, genau. Ganz meine Meinung. Man sollte was erzählen, ne? So. Auf die andere Seite mit der Kiste. Zack. Ja, die bleibt immer automatisch liegen, wenn du rüber gehst. Nochmal unterpappen. So. Das klappt so genial, ne? Mit dem Drunterpappen. Wenn du einmal den Trick weißt, arsch mich nicht. Kann man die nicht raus? Nee, kannst du nicht rausnehmen. Oh, guck mal, schon hell draußen. Ach, ist ja 6 Uhr, halb 7. Ja, ich weiß nicht, macht das wirklich was aus, dass wir jetzt komplett durchspielen und nicht hingehen und quasi morgens anfangen? Ich muss mir mal einen Bonbon um den Mund stecken. Ich habe irgendwie ein Kratzen im Hals. Und ganz schlimm. Scheiße, hätte ich bald gedacht. Nur so eine scheiß Matte runtergefallen. Na Kacke, Mann. Warum habe ich das Gitter nicht gleich umgelegt? Oh, Kiste bleibt hier liegen. Gut, Mathe ist drin. Jetzt kommst du dran, ne? Tack. Jetzt macht was aus, das Bonbon. Warum habe ich mein Auto nicht hier? Muss ich holen in der Zeit, wo ich auswasche. Kein Wasser. Ich glaube, wir haben das Problem.
Dass wir kein Wasser mehr haben. Ja. Das heißt, wir müssen die Pumpe anschließen. Es ist soweit, wir sind an der Stelle. Ich hoffe, ich komme damit hin. Oh wei. Da haben wir kein Wasser. Warum haben wir da kein Wasser? Weil das so nicht funktioniert. Gott, nee, Scheiße. Das funktioniert so nicht. Heißt, wir müssen hier immer komplett umklemmen. Hier mit so einem Ding. Den dicken Schlauch. Die Schläuche damit verbinden. Das passt mir gar nicht. Da kommen wir nicht mit hin. Kannst du knicken. Geht rückwärts nicht. Ach Mann, oh. Geht nämlich nur so. Jetzt pass auf, jetzt geht's, ne? Den zweiten Schlauch anschließen. Müssen den zweiten Schlauch anschließen. Den hier. Dann müssen wir die immer umklemmen. Kacke Bratwurst. Ja, sage ich einfach mal so. Ja, müssen wir hier hinlegen. So, dann müssen wir das zweite Ding haben. Zack. 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 Der muss dann nämlich hier mit dran. Zack, so. Das könnte aber zu viel sein für das Ding. Ja,
Da sind wieder 2% über. So, nochmal kurz einschalten. Das wird böse. Okay, das heißt, den können wir ausmachen. Die Schläuche müssen dran. Da muss der da oben, dann muss ich mal einmal gucken, ob das reicht. Ich glaube nämlich, das reicht nicht. Kommen wir nämlich nicht mit hin. Ja. Der reicht nämlich für den nicht. Ich könnte heulen. Ich könnte heulen. Ja, das heißt also, ich stelle das Drucksystem ab. Ja, wie soll ich denn damit arbeiten? Tut mir ja leid, aber wie soll ich denn sonst damit arbeiten, bis ich den habe? Weil ich kann nichts mehr machen. Ich kann nur noch nachts waschen, weil dann regnet es, dann habe ich noch ne? Ist leider blöd, aber willst du machen. So. Jetzt sind alle so gemein zu mir. Zum Waschen reicht's, aber für mehr nicht. Für den Großen? Nein. Keine Chance. Oh, Kinders. Naja, wir tun erstmal die Matten zurück. Halt das Auto. Wir tun erstmal die Matten zurück. Ja, wollen wir sonst machen, ne? Dann sind wir aufgeschmissen, können wir gar nichts mehr machen. Ich kann jetzt noch nicht mal waschen. Weil ich kein Wasser habe. Was ist nämlich das Problem? Kann ich nur nass machen, wenn der Fluss da ist.
Mein, ich bin ja auch gegen Fudeln. Ach so, Matten können wir zurücklegen, ne? Muss ja nicht sein. Aber so kommen wir erstmal gar nicht weiter. Wir können uns natürlich hier hinstellen. Passt noch nicht mal in die Matte rein. So trocken ist das schon. Wir könnten uns jetzt hinstellen und dummes Gesicht machen, rumheulen. Und die nächste an den Bach hinstellen und warten, bis wir endlich Wasser haben. Ja, oder wir machen. Nägel mit Köppe. Das ist das Problem. Wir können hier nichts machen, wir können da nichts machen, wir können dort nichts machen. Doch, wir können was machen. Wir können das Wasser einschalten. Oh, jetzt funktioniert ja wieder. Hey, cool. Das ist ärgerlich. Ich möchte mein Cleanout machen. Und alles andere interessiert mich jetzt nicht. Ist zu weit. So, dann schaffen wir erstmal die Eimer rein. Jetzt mal auf. Ihr braucht noch nicht laufen. Ich trage erstmal die Eimer rein. Das ist mir jetzt zu ärgerlich alles. Der ist aus. Jo, der ist aus. Ich wusste, dass es kommen wird. Wir können jetzt gar nichts machen. Können also quasi warten, bis es dunkel ist. So, den schütten wir rein. Den Eimer bringen wir dann auch weg. Hoch. Und dann haben wir das nämlich auch. So ärgerlich, ne? Freust dich auf ein Clean Out und dann. Bumm, Ende. Ich meine, in Wirklichkeit ist es auch nicht so. Die Bäche versiegen nicht einfach im Sommer. Die werden vielleicht kleiner, aber jetzt ein wenig übertrieben, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich.
3,9 Unzen. Welcher war das? Aber da war Magnetit drin, ne? Da war jetzt 55 Magnetit. Ach so, ja klar. Den hatten wir ja benutzt. Der muss hier Magnetit haben. Wow! 373 Magnetit? Ich bin gerade ein wenig überwältigt. Boah! Alter! Na jetzt? 26,5. Wenn ich mit dem großen fahre, gibt das mehr. Entweder ist da so viel, unendlich viel Gold. Oder es liegt einfach dran, dass wir mit dem Dings fahren. Dass das die nächste Steigerung ist halt eben. Dass er uns das dazu rechnet. Ich weiß es nicht. Aber wow. Sieht immer gut aus, ne? Also ich würde sagen, nein, lieber dann zwei. Alter. Wir sind schon bei 39 Unzen. Und wir haben noch zwei. Quasi. Zwei Eimer noch nicht leer. Magnet. Oh, 3,9. Warum ist das so viel? Hat er das wirklich an dem... Echt? Hat er das wirklich an dem... Boah. Wir sind bei 50. Unzen. Wir haben 56 Unzen. Alter Verwalter. Mach mich nicht schwach, ich kriege einen Herzkasper hier, ey. Mach sowas nicht mit meinem alten Mann. Sollte das wirklich nur daran gelegen haben, dass wir, ne? Ihr wisst, was ich meine. Habe ich überall einmal drunter? Oh Gott, ich bin so durcheinander jetzt. Boah. Ja, das ist doch viel zu viel. Das ist doch... Warum so viel? Das ist alles auf Null, ja. Okay. Boah, ey. Immer hier die ganzen Anschlüsse. Ja, alles da, alles drin, alles drin. So, wenn ich ihn anschließe, wird er wieder voll gemacht. Obwohl, ne? Ich denke mal, das hat sich erledigt hier, die ganze Aktion. Diese ganze Aktion hat sich gerade eben erledigt. Die brauchen wir später mal. Aber dann müssen wir noch eine dicke Schläuche haben. Von den blauen. Wenn wir da hinten anschließen. Das packe ich jetzt erstmal alles weg hier. Das ist ja unsinniges Gelumpe. Was soll das hier rumliegen? Weil funktionieren tut es eh nicht. Den kann ich nehmen für... Hier, wenn ich Dings mache. Für den Waschtisch. Da kann ich ihn für nehmen und für unten. Aber für mehr. Und dafür extra nochmal Sprit verbrauchen, das ist Blödsinn. Ich meine, den Einschlag ziehen wir dann ab. Ich tue alles weglegen.
Komm. Wir brauchen es nicht wirklich. Den muss ich jetzt anhängen. Ne war. Dann fahren wir runter. Der Bagger muss getankt werden. Dann fahren wir wieder zurück. Warte, dann können wir gleich hier umstecken. Power Splitter brauchen wir nicht mehr. Den haben wir wieder. So. Die Schläuche unten waren dran. Alle drei, ja. Ach so, den wollte ich weglegen. Du kommst mit. Die Idee war gut. Ausführung war leider out of range. Mal mal auf den gehen hier. Was macht der denn? Kannst du nicht vernünftig fahren, Parker? Immer so heizen. Boah. Scheiß Auto. Muss man da die Kupplung nachstellen. Am Automatik muss ich mal die Kupplung nachstellen lassen. Die packt mir zu schnell. Gucken, wie ich einen schönen Weg dahin finde, ohne ins Loch zu fallen. Ui, das war ein kleiner Ausrutscher. So, bumm, einmal davor fahren, einmal anklopfen, dass wir da sind. Halt, halt. Gut. So, den machen wir voll. Ich muss noch ein bisschen. Geht langsam mit meiner Stimme wieder. Also ein paar Tagen habe ich ein Kratzen im Hals. Das nervt mich auch so. Hätte man auch vernünftig hinkriegen können, dass das nicht doppelt ist, ne? Hat nicht gereicht. Oh oh. Wie viel haben wir denn im Bagger? Drei Viertel, na komm. Es reicht ja erstmal für einen kurzen Moment. Ja, dann fahren wir den nämlich voll machen. Soll ich dann wieder hier hinfahren? Da brauche ich jetzt im Moment nicht so viel. Nö. Ich mache ihn voll, aber ich lasse ihn oben stehen. Wenn der Bagger wirklich leer ist, dann kann man immer noch wieder zurückfahren. Nicht davor fahren. Toll, ja. Hier haben wir zum Glück genug. Naja, es gibt Schlimmeres, oder?
Aber das ärgert mich. Nee, ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt stellt euch noch vor, wir hätten jetzt noch alles Mögliche an. Auto kann kaputt gehen, das kann kaputt gehen. Da bist du nur am Bezahlen, am Bezahlen, am Bezahlen. Und im Endeffekt kannst du dann alles hinschmeißen und sagen, so, jetzt ist das Wasser weg. Ich kann nicht mehr arbeiten. Das ist doch Schwachsinn. Ja, seid mir nicht böse, aber das ist Schwachsinn. Obwohl die Idee ist ja nicht schlecht. Ich sag ja nicht, dass es nicht so schlecht ist. Aber leider. So, wie sehen wir denn aus hier? 18% da drin. Den lassen wir leer, machen wir leer und hier wieder runter auf 30. Ne? Alles da, alles drin, alles drum. Ja, na gut. Damit wir wieder auf demselben Stand sind. Und ich habe die Steuerung umgestellt mit dem Joystick. Bin mal gespannt, wie gut das klappt. Ehrlich. Fahren muss ich den Bagger noch über die Tastatur, weil das habe ich nicht umgestellt. Was ist denn, wenn ich den rückwärts da dran fahre? Dann habe ich doch viel mehr Profilfreiheit. Auch mit dem Arm. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich bin mal gespannt, wie das mit der Steuerung klappt. So, müssen wir hier auf die Schaufel. Vor allen Dingen werde ich jetzt dauernd die Knöpfe verkehrt machen. Motor an. Das war knicken. Das war greifen, ne? Fehlt ja eigentlich, ne? Das Problem ist, dass es genau entgegengesetzt alles ist. Und ich kann... Was geht hier?
Geschwindigkeit steuern, genau wie beim Drehen. Das ist Gewöhnungssache. Ein bisschen Fummelei, aber klappt. Das klappt. Ich würde sagen, klappt ganz gut. Bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber soweit ganz in Ordnung. Wie beim richtigen Bagger. Muss man sich auch erst an die Steuerung gewöhnen.
Na, die mache ich über den Knopf, das mache ich jetzt über die Drehung. Das ist vorwärts, seitwärts ist ran. Rechts und nach hinten ist hochstrecken und gerade und rechts drehen, links drehen ist links drehen. Ja, Knopf. Ja, 4 ist das jetzt. Schaufel auf, Knopf 1, Schaufel zu. Fehlt eigentlich. Oh oh. Sollen wir dann noch stehen bleiben oder sollen wir ein Stück zurückfahren? Ja, ne? Da, weißt du Bescheid. Jo, klappt eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Das klappt auch ganz gut. Zwar ein bisschen Rumheizerei, um ehrlich zu sein, aber geht eigentlich. Guck mal, dass wir den Turm zusammenkriegen. 150.000. Und dann, ne? Boah, 56.000. Das war jetzt. Macht das so viel aus mit dem Bagger? Dass man mit dem Bagger anstatt mit dem Dings arbeitet? Fast nicht vorstellen, aber möglich ist es, ne? Das ist Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Thank you.
dünn. Das liegt ja nicht an uns, ne? Aber auch laut. So ist ruhiger. Ich sag mal so, wenn das Spiel uns Knüppel zwischen die Beine schmeißt, ne, es ist ja nur gerecht, wenn ich die Knüppel wegräume. Warum kriegt das so, wenn ich bloß fahre und dann runterlasse? Hey! Alter Verwalter. Der war geil. Der war cool. Wo fahren wir denn hin? Warum fahren wir so weit weg? Probleme sind da, um sie loszuwerden. Oder? Genau. Dann mal gucken. Oh, die Räder sind aber auch falsch. Komischerweise geht jetzt noch mehr rein, ne? Kann jetzt aber auch Zufall sein. Aber wenn man erstmal den Trick raus hat. Und wahrscheinlich ist hier einfach mehr Rollt als da vorne. Das war jetzt komplett daneben.
Ist also wesentlich angenehmer. Hoch. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist wesentlich angenehmer als über die Tastatur. Weil du nicht mehr die Finger so verbiegen musst. Ah, das ist richtig herrlich. Huch. Ja, nur ist halt neue Steuerung und das ist alles ein bisschen ungewohnt noch. Aber geht eigentlich. Man kann ich den schon knicken. Oh, den kann ich sogar knicken. So perfekt. Eine Schaufel kriegen wir noch rein. Das ist richtig cool, muss ich echt sagen. Jo, weiter geht's. Bisschen mehr als die Hälfte hochkippen. Das reicht dann. So, und der ist dann leer, bevor natürlich wieder jetzt so laut muss ich so schreien. Aber der ist nun mal so. Nehmt euch mal Gehörschutz.
Ja, es nähert sich dem Ende und ja, unsere Folge ist auch am Ende. So, Ruhe im Karton. Ja, so, stellen wir uns wieder hier hin. Ja, so wie der, sag schnell, wie Michael sagen würde, Michael Rastatt. Auch ein toller Kanal, würde sich lohnen, mal da reinzuschauen. Der macht Spur N, Modelleisenbahn Spur N. Und immer schön aufs Karussell, gell? Da ist das Karussell. Und da hinten haben wir jetzt auch ein Karussell, das kann man. Ja. Jo, danke, dass er wieder dabei war. War schön. Bisschen ärgerlich mit dem, aber ich mache jetzt nur auch eben schnell, dass ich das Ding da reparieren kann und dann machen wir ganz normal wieder weiter. Mit allen Schikanen. Weil das bringt ja nichts. Nur das lasse ich jetzt nicht. Das ist jetzt Quatsch, wenn man da so einfach jetzt immer bis abends warten, bis es dunkel ist, bis das Wasser da ist und ist einfach dumm. Einfach blöd und dumm und von den Entwicklern nicht gut überdacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Tut mir leid. Aber es ist so. Aber egal. Ne? Es soll ja auch nicht einfach sein. Dafür können wir es ja umstellen. Wird auch ganz schnell wieder zurückgestellt. Und ja, das war's dann eigentlich. Mehr wollte ich euch nicht sagen. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer. Schlaft gut, frohes Erwachen und seid schön fleißig. Denkt dran, immer für meine Rente verdienen, immer schön einzahlen. Bis dahin, haut rein, ciao, ciao.